Ein Bild ohne Bild. Genau das kann man nun in einer eigenen Galerie sehen. Oder eben auch nicht. Martin Lersch ist Künstler. Der Mönchengladbacher orientiert sich dabei gerne an Werken von anderen Malern, Bildhauern oder Zeichnern. Seine neueste Ausstellung zeigt 30 Bilder. Alle sind Werken von Joseph Beuys nachempfunden. Doch genau das bringt Probleme mit sich. Ich bekam einen Brief mit einer Androhung, falls ich das ausstelle, publik mache, im Internet überhaupt auch verkaufen würde, würde ich mit strafrechtlichen Folgen zu rechnen haben. Und die wären ganz schön saftig. Die Erben von Joseph Beuys finden, die Bilder verletzen die Urheberrechte. Martin Lersch hat seine Bilder deshalb selbst zensiert. In der Ausstellung sind die Werke mit Papier verhangen. Und auch viele Museen wollten die Werke von Martin Lersch nicht ausstellen. Die haben also Angst vor dieser Verwertungsgesellschaft und vor den Beuys-Erben. Und die Museumsmitarbeiter oder auch Direktoren, die geben das auch zu, was ich eigentlich sehr ehrlich finde. Die Angst der Museumsleiter, sie könnten keine originalen Leihgaben von Beuys-Kunstwerken mehr bekommen, wenn sie Lerschs Bilder zeigen. Die Reaktion der Beuys-Erben ist für den Künstler nicht verständlich und die momentane Lösung ist auch nicht, was er sich erhofft hatte. Es ist vielleicht eine gute Lösung, aber es ist der Schlag in den Bauch, der bleibt trotzdem. Also der kommt ab und zu raus, also ich leide nicht darunter, aber ich würde gerne irgendwann ohne Kraft und liebevoll zurückschlagen. Also das ist da mit drin, ne? Also das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Trotzdem werden die Bilder nun im Projektraum EA71 ausgestellt, wenn auch zensiert. Vom 21. bis zum 28. Februar kann man sich die Werke anschauen, beziehungsweise deren weiße Verkleidung.